Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Als erstes nochmal frohes Neues alle zusammen da draußen. Und heute sprechen wir genau über das Thema, was vielleicht viele gerade als Problem haben. Und zwar, du möchtest etwas verändern, weißt aber einfach nicht wie, bist zu faul, zu antriebslos und weißt einfach nicht, wo du überhaupt anfangen sollst. Und genau darüber sprechen wir heute. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Daniel, wenn du neu auf diesem Kanal bist, ich freue mich sehr, dass du da bist. Auf diesem Kanal gibt es im Moment Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so in meinem Leben passiert. Warum sage ich im Moment? Ja, weil alles sich ständig verändert. Und ich merke gerade auch bei mir im Leben, verändert sich einfach extrem viel. Und deswegen sage ich, momentan geht es um diese Themen, Fitness, Mindset, Nutrition. Lass mir gerne ein Abo da. Ich freue mich über jeden Neuen auf diesem Kanal. Und jetzt steigen wir direkt ein in das neue Thema. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst und bist zu faul und weißt einfach gar nicht, wo oben und unten ist. Viel Spaß. Okay, wir nehmen mal unsere Vorsätze erstmal beiseite. Viele Leute sagen, sie haben Vorsätze für ein neues Jahr und ich möchte erstmal vorab sagen, scheiß auf die Vorsätze. Wenn du es nicht schaffst, im ganzen Jahr irgendwas zu ändern, wenn du was ändern möchtest, warum solltest du das am Jahresanfang schaffen und warum sollte irgendetwas anders laufen als sonst? Das heißt, schaffe erstmal diese Illusion beiseite, dass du denkst, du hast irgendwie einen Neujahresanfang und hast dadurch einen Vorteil jetzt und kannst neu anfangen. Das brauchst du nicht. Punkt Nummer zwei. Viele Leute denken, sie sind zu faul oder es ist ihnen zu unangenehm, etwas zu verändern. Und dann möchte ich dir einen wichtigen Tipp mit an die Hand geben. Und zwar, merk dir eins, der Moment, bevor du etwas tust, ist immer viel, viel anstrengender und schlimmer, als wenn du dabei bist, es zu tun. Das heißt, sagen wir mal, du möchtest jetzt mehr Sport und Bewegung in deinen Alltag integrieren. Dann ist der Gedanke daran vielleicht für dich richtig, richtig stressig. Aber wenn du es dann erstmal machst, ist es nicht mehr so schlimm. Jeder von euch kennt das vielleicht, wenn er mal gar keinen Bock auf Arbeit hat. Und dann zerbricht man sich den Kopf und macht sich verrückt darüber, dass man eigentlich keine Lust auf Arbeit hat, aber trotzdem gehen muss. Und wenn ihr dann erstmal bei der Arbeit seid, dann ist das Ganze nur noch halb so schlimm. Und ich denke, jeder kennt diesen Moment. Oder du gehst zur Schule und denkst dir sonntags, boah, am Morgen wieder Schule, gar keinen Bock. Wenn du aber dann erstmal in der Schule sitzt, ist es halb so schlimm, es geht relativ schnell vorbei. Und genau so ist es mit allen Dingen, die du ändern möchtest. Nur der Moment davor ist für uns anstrengend und schlimm. Aber wenn wir erstmal in dem Moment drin sind und es einfach tun, ist es nur noch halb so wild. Das heißt, merk dir das und leg einfach los. Punkt Nummer zwei. Viele Leute hören einfach auf, wenn sie angefangen haben, weil sie dann die ersten Erfolge haben. Aber das ist nur ein ganz kleines bisschen von dem, was du überhaupt erreichen kannst. Das heißt, merk dir, viele Menschen überschätzen, was sie innerhalb von einem Jahr schaffen können. Aber viele Leute unterschätzen, was sie vielleicht in 5 oder 10 Jahren schaffen können. Das heißt, bleib einfach dran, gib nicht auf und zieh einfach durch. Mach weiter, hör nicht auf, gib nicht zu früh auf. Das Leben ist oft ein Marathon und kein Sprint. Und in vielen Dingen, die man auch ändern möchte in seinem Leben, ist es auch kein Sprint, sondern ein Marathon. Merk dir das unbedingt, um nicht zu früh die Motivation zu verlieren. Gesteh dir auch öfter mal kleine Gewinne und kleine Erfolge ein, damit du bei Motivation bleibst und nicht aufhörst. Und der dritte Tipp und der wichtigste Tipp, wie ich finde, ist, du hast nur dieses eine Leben. Ich denke, das letzte Jahr hat uns gezeigt, wie schnell sich Dinge einfach verändern können und wie schnell Dinge eintreffen können, die wir vielleicht vorher niemals erwartet haben. Das bedeutet, das Leben kann sich von jetzt auf gleich schlagartig ändern. Uns bleibt nicht so viel Zeit, wie wir immer denken. Vielleicht hast du sogar im letzten Jahr Menschen verloren, die dir nahe standen. Und das hättest du vielleicht niemals erwartet, aber es ist dennoch passiert. Das heißt, wenn nicht die Zeit, etwas zu ändern, genau jetzt ist, wann ist sie dann? Es ist immer genau jetzt die Zeit, etwas zu ändern. Und dafür brauchen wir keinen Jahresanfang, dafür brauchen wir keinen neuen Monat, keine neue Woche, sondern du kannst genau jetzt anfangen. Yes, Leute, aber was geht bei mir eigentlich ab im Moment? Das erzähle ich euch jetzt ganz kurz.
Yes, ja, es geht ziemlich viel ab gerade. Wir haben ein neues Jahr, neue Ziele. Ich starte natürlich, wie es auch immer ist, eine Diät. Viele Leute werden jetzt vielleicht lachen und sagen, Daniel, boah, schon wieder eine Diät? Ist das jetzt dein Ernst? Ja, ist mein Ernst. Ich habe Bock, wieder ein bisschen in Form zu kommen. Und ich bin diesmal nicht so schlimm aus der Form geraten, wie ich es im letzten Lockdown bin. Dennoch möchte ich unbedingt etwas tun und ein bisschen was an meiner Form verändern und einfach wieder mehr Gas geben. Also wenn du da dabei sein willst, sei auf jeden Fall gespannt, was in den nächsten Vlogs so abgehen wird. Ich mache das natürlich genauso wie immer mit Intervallfasten und einem Kaloriendefizit. High Carb, Low Fat ist die Devise für dieses Mal wieder. Und das werde ich so lange durchziehen, bis ich an meine Grenzen komme und dann mache ich Carb Cycling. Aber wenn du Fragen zu dem ganzen Thema hast, hau es einfach mal in die Kommentare. Aber noch viel wichtiger, ich habe für mich ein neues Hobby entdeckt und zwar Mountainbike fahren. Wir gehen mal ganz kurz runter in den Keller und dann zeige ich euch mein Bike im Moment. So, hier hinter mir seht ihr das gute Stück und das habe ich tatsächlich hier einfach von meinem Vormieter übernommen. Und vielen Dank nochmal an dich, Robert. Der hat es mir für 50 Euro überlassen. Das war mega, mega korrekt. Und ich konnte nochmal austesten, ob mir das Ganze überhaupt Spaß macht. Und ich bin mit Steve losgezogen und wir haben so ein paar kleine Trips gemacht und sind dann aber ziemlich schnell an unsere Grenzen gekommen, was das Equipment angeht. Und das bedeutet, ja, ich habe gerade eben bei einem Hersteller angerufen und mir ein Bike reservieren lassen. Ich werde angerufen, wenn es da ist und dann kann ich das Probe fahren und dann vielleicht haben wir bald ein neues Bike. Und ja, Leute, das könnte dem vielleicht tatsächlich auch mal das ein oder andere Video auf diesem Kanal geben. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wenn du auch Mountainbike fährst. Hier sieht aus wie Scheiße natürlich im Moment. Ziemlich im Eimer das ganze Ding. Ja, ich habe halt im Moment noch keinen Kärcher oder sowas. Steve hat einen. Bin ich ein bisschen neidisch drauf, weil mit einem Kärcher hätte ich das natürlich sofort super schnell sauber bekommen. Ja, was habe ich sonst? Wenn euch das interessiert, ich kann euch mal das ganze Equipment hier zeigen. Hier liebe Grüße an Marvin. Er hat mir hier Pedalen da gelassen. Leider kriege ich die an dem Bike einfach überhaupt nicht ab und lasse die jetzt einfach so, bis ich das neue Bike habe. Und das neue Bike fragt mich nicht warum, aber die kommen einfach ohne Pedalen. Also da kaufst du ein Fahrrad für richtig Geld und dann hat das keine Pedalen. Musst du dir mal überlegen. Aber na gut. In diesem Sinne, Leute, hier in der Waschküche beenden wir jetzt den kleinen Vlog-Exkurs aus dem 3 Tipps, wenn du zu faul bist, um etwas zu verändern. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und wenn du Fragen hast zu dem Thema Biken oder wie das hier jetzt bei mir weitergeht, hau es gerne in die Kommentare. Ich habe Bock, da ein bisschen auch auf diesem Kanal was zu machen. Und keine Angst an alle, die mir nur folgen wegen Fitness und Mindset und Nutrition. Das fällt nicht weg, aber ich möchte diesen Kanal auch einfach ein bisschen nutzen, mein Leben zu dokumentieren und hier einfach zu zeigen, was ich so mache und warum ich die Dinge mache. Und vielleicht kann der ein oder andere von euch was mitnehmen. Das heißt, ich möchte nicht, dass ihr mir nur folgt, weil ihr zum Beispiel fitnessverrückt seid oder so, sondern einfach, weil ihr Spaß habt, die Videos zu gucken, euch das was bringt und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, deswegen vielleicht auch mal ein anderes Thema als üblich. Auf jeden Fall, lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht sowieso schon habt. Und ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Bleibt fit und gesund und nicht zu faul. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.